Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! So, liebe Wiesengaudi-TV-Zuschauer, wir sind im Hofbräuzelt und bei mir steht der... Maxi. Maxi, warum bist du hier? Gute Frage, weil ich irgendwann letzte Woche mal der Dani über den Weglaufer bin. Letzte Woche. Und sie mich gefragt hat, dass ich mal bei ihr vorbeischaue. Kurz zur Erklärung, die Dani ist von Radio Energy. Das erklärt sich aber vielleicht später noch genauer. Warum hat die Dani dich denn eingeladen? Weil ich finde, dass ich brutal gut ausschaue. Das stimmt natürlich. Also schaut ihn euch doch einmal an. Er ist doch nicht schlecht. Danke. Jetzt hat ja deine Tracht anscheinend eine gewisse Bedeutung. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen? Meine Bedeutung, Tracht ist natürlich traditionell Trachtenverein. Ich bin eigentlich in keinem Trachtenverein oder Burschenverein. Bei mir ist das mehr ein Hobby. Man muss auch nicht alles so verbissen sehen. Wie bitte? Man muss ja auch nicht alles so verbissen sehen. Genau. Ich habe eigentlich so bunt durchgemischt, Werdenfelser, Hurt, Ding, das passt alles nicht ganz zusammen. Aber mir gefällt das einfach, das ist ein Hobby und ich zeig das so, weil ich das gern mag. Und Wiesen ist natürlich die Wiesen und ist. Was ist denn ein Werdenfelser Hurt und was zeichnet diesen aus? Na, ganz Werdenfelser Hurt ist er auch nicht, weil er von der Farbe nochmal ein bisschen anders war. Aber der Sechser, der da oben drin ist, die Form, das hat normal Werdenfelser Trachtenfreiner so. Und Chorgamsbad? Na, da glaube ich, bin ich zu jung. Ach so, hat das was mit dem Alter zu tun? Ja, mei, das ist halt schon Gamsbad, da stelle ich mir so Bierbauch, Bart, Auftrat und Gamsbad, das passt. Okay, und jetzt habe ich schon gehört, du hast einen Blog, stimmt das? Ich nicht wirklich, also meine Schwester hat den Blog, aber ich habe mit meinem... Wie heißt denn der? Black Palms. Black was? Palms, wie Palmen, schwarze Palmen. Ah ja, schwarze Palmen zu Deutsch. Zu Deutsch, ja. Ich hätte eigentlich gesagt goldene Fichten. Aber das war dann doch nicht so international. Ja, aber schön war es schon gewesen. Brutal. Aber meine Schwester hat sich nicht überreden lassen. Was magst du an der Wiesn am liebsten? Schwer zu sagen. Das habe ich mich öfter auch schon selber gefragt. Es ist halt einfach Ausnahmezustand. Ich ziehe gerne meine Lederhosen an, da habe ich einen Grund dafür. Okay. Ich ziehe es auch so oft an. Aber man kennt dann jeden, man trifft sie, man hat eine Gaudi miteinander, trinkt ein Bier miteinander und Mai ist eine zünftige Zeit. Ja, das ist ja ganz wunderbar. Was ist dein Motto für die Wiesn? Gesund bleiben. Ja genau, und damit auf Wiederschauen. Tschüss. Grüß euch.